Und die Challenge heute ist, dass ich ihn immer töten muss, ohne dass er es merkt. Und ja, ich versuche so viele Runden ihn zu töten, bis es irgendwann checkt. Und ich bin mal sehr gespannt, ob er es checkt. Ich habe mich gerade gemutet, ich entmute mich jetzt. Geh Treppe hoch! Nice, den hast du, den hast du. Okay, sehr so. Gut. Dein Name irgendwie nicht. Du heißt bei mir nicht, nicht Nido, ich habe irgendwie einen Bug. Du bist bei mir so ein anderer Char. Liegt das an der Party, dass du auch automatisch genickt wirst für mich? Nee. Kann sein. Ist irgendein Gommelbug, Nee, ich glaube. Ist da noch einer? Eisenschwert. Oh mein Gott. Oh, sorry, boah. Ich hab dir falsch geschaut, weil ich deinen Namen nicht lesen kann. Boah, ich bin gleich down, zwei Herzen. Pass auf von der Seite. Hab einen gekillt. Simon! Nido, Hilfe! Bogen, zwei Herzen. Oh shit, das war der Falsche! Ich hab den Falschen getötet! Oh, das tut mir leid. Ich hab, oh, ich bin so dumm. Egal. Machen wir noch eine neue Runde, okay? Ja, oh Mann, aber wie, war das wegen dem Bug? Du dachtest, ich hab, ja, ich hab gedacht, du weißt der andere, weil ich hab wegen dem Bug das nicht gecheckt. Ich booste dich. Boah. Oh, Alter, das ist noch mehr. Oh, shit, lauf weg, Nilo, das sind ganz viele bei uns. Oh mein Gott. Oh nein, wer hat dich gekillt? Ich hab dich, oh nein, Nilo, du kannst, oh mein, ich bin so dumm. Hast du mich wieder gekillt? Ich bin zu dumm für diese Welt. Ich bin zu, ohne Witz, immer sobald die Runde losgeht, verschwindet dein Name nicht Nido, in irgendwie, du hieß gerade irgendwas mit Paulana. Ja, ja, Paulana. Da waren so viele Leute und, oh Gott. Ja? Spring mal. Lol, jetzt kann ich mir das merken. Du heißt bei mir wieder anders. Okay, aber ich merke mir deinen Skin. Du hast so einen seltsamen Skin. Da musst du es aber auch im Video vielleicht sagen. Hä, aber wieso? Okay, warte, ich muss ein Video aufnehmen. Und guten Tag, wünsche ich euch und willkommen zu einer Runde Survival Games. Heute mit nicht Nilo, aber er ist genickt. Er heißt, weiß es nicht, Mr. Quatschmann. Okay, cooler Name. Pyramide. Eisen. Hä, bist du dumm? Alter, ich dachte, oh Mann, du kannst doch nicht direkt hinter mir laufen, wenn alle Leute kommen. Hä? Was? Ich laufe. Da waren doch noch mehr Leute, Mann. Da waren doch noch mehr Leute. Du hast mich wieder da waren doch noch andere Leute. Da hinten ist. Ja, oh. Ach, oh Gott, ich dachte, jemand wäre bei mir. Alter, diesmal habe ich Entschuldigung gecheckt. Alter, Leute, hast du Essen? Seht ihr das? Ja, ich bin heute irgendwie oft nervös, so, keine Ahnung. An der Insel. Da sind zwei. Los, spring runter. Ja, vor allem spring. Eisen, ja. Zwei mit Eisenrüstung, Simon. Oh, scheiße. Ich bin tot. Ich hab dich getötet. Schon wie... Jetzt ernsthaft. Ich dachte, es wäre einer von denen mit der Eisenrüstung, aber du hast ja Lederrüstung an. Ernsthaft? Oh, nein. Du hast mich wieder getötet. Eigentlich sollen die anderen Leute das so sehen oder so, keine Ahnung. Simon, du verarschst doch, ne? Ey, das ist doch jetzt keine Verarschaufnahme, nicht wieder, oder? Nein. Simon, das kommt in der ganzen... Simon? Hä? Wo bist du? Was? Ich hab keine Waffe. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Bist du gerade über Seerosen gesprungen? Ja, genau. Ja, und ich hab ein Steinschwert, ja. Ich sehe. Okay. Jetzt. Schnell, beeil dich. Ja, ich mache. Hey, what the fuck? Alter, auf einmal ist ein Team gekommen. Hä, was für ein Team, hä? Hä, wo ist das Team? Das hab ich getötet. Hä, jetzt ernsthaft? Ja, die waren beide One-Hit. Hä, aber wieso kann... Hä? Die Leute kennen mich und du nicht. Hä, Simon, du verarschst mich doch, oder? Nein. Alter. Ja, doch, da ist das Team. Eiskalt, ja. Ich hab überhaupt keine Sachen. Ja, das Eisenschwert hab ich noch nicht gecraftet und dann wurde ich umgebracht. Hey, ja. Hä, wieder ein... Hä? Ich nehme das Team auseinander. Ich hab das Team auseinandergenommen, Nilo. Ding, warte, die Aufnahme beginnt doch gleich bei dir und dann... Hä? Wir schaffen doch niemals eine normale Runde. Was ja, PvP-Event geht gleich los. Das Aura PvP-Event geht gleich los. Ach, scheiße. Ich hab die Runde aber jetzt gewonnen. Ich würde einfach sagen, die nehme ich. GG. Ich würde einfach sagen, die Runde nehme ich einfach. Aber... Ich... Ist es okay, wenn ich die Runde nehme? Ich verstehe gar nichts mehr. Warum nicht? Erstens, ich fasse es zusammen. Die anderen Leute sehen meinen Namen. Ich, wenn ich schreibe, sehe meinen Namen. Einfach mal genickt ist dann, hä? Und du, genau, du siehst meinen Namen nicht. Okay, es kann an der Party liegen. Aber wieso bringst du mich in allen Runden um? Oh, sag doch nicht in allen Runden, jetzt denken die Leute, ich hab dich immer getötet. Das war Spaß, ich hab dich verarscht. Was jetzt? Ich hab alle Runden aufgenommen und das Ziel war von dieser ungeschlagenen Challenge, dich die ganze Zeit zu töten, ohne dass du es merkst. Sie verarscht doch jetzt, oder? Wieso? Wieso werde ich immer verarscht, ja? Du verarschst mich doch gerade, Simon. Nein, das war natürlich, ich hab natürlich nicht aufgenommen. Also jetzt ernsthaft? Nein, ich hab nicht aufgenommen, ich wollte einfach nur ein bisschen dich verarschen. Nee, ich hab nicht aufgenommen. Wir machen jetzt so eine richtige Aufnahme. Nee, ich muss jetzt das Aura PvP-Event, Die Zuschauer warten noch dann auf dem Video, oder? Wir nehmen was nach dem PvP-Event auf, okay? Dann kommt's halt was später. Wie hast du mich denn die ganze Zeit dann umgebracht? Hä?
Ich habe dich aus Versehen beim letzten Runde umgebracht. Jetzt machen wir wieder die Tabu-Challenge, so wie viele sich das von euch gewünscht haben, nämlich in verschiedenen Modi. Wir fangen erst an mit der Oma-Challenge, das heißt, wir müssen reden wie ja, eine Oma. Das heißt, wir wissen, altmodisch einfach, ja, altmodisches Gelaber. Also so, dass wir die ganzen Internetsprachen nicht kennen, lol und oh, oh mein Gott. Und lass uns taddeln, ich sehe dich. Ich versuche, das Ungeheuer zu erspähen, doch da. Mein Augenlicht scheint nicht auszureichen. Lass uns taddeln. Ja, ich besitze leider noch keine Waffe. Hallo, ich grüße dich. Ein Unhold. Ein Unhold, wir müssen ihn gemeinsam bezwingen. Ich habe ihn verprügelt und seine Waffen erlangt von dir. Ich möchte auch ungern in einem nackten Zustand verbleiben. Hier, ich schenke dir ein Feuer. Immer diese Ruckler in diesem Videospiel. Das ist echt komisch, denn ich habe einen ziemlich guten Computer. Bitte, bitte, was haben Sie gerade gesagt, Deutscher, lass uns spielen. Was? Wie die? Computer? Und was sind das für seltsame Worte, die aus Ihrem Mund treten? Was für Gerätschaften du sprichst? Sind das etwa die Dinge aus der Zukunft? Die Machenschaften des Hades. Dieser Deutsche, lass uns spielen, scheint weit. Beim Warte Odins, halt deinen Mund. Auf einmal reden wir anstatt wie Omas, wie so plötzlich im Mittelalter. Egal, wir machen einfach weiter. Mit euch zwei Knappen an meiner Seite wird mein Arschloch ziemlich breite. Alter. Darmspiegelung reden, wie sieht das denn bei euch aus derzeit? Hm. Oh mein Gott! Oh was, ich dachte einer von euch wäre das. Nein. Okay, geh du. Madrid. Ja, ich habe gefickt. Ah. Ich habe ihn gefickt, ja, kann man ja sagen. Das sagen nein. Omas auch. Wenn ich überlege, Tadel, was wir uns gerade für ein komisches Video angeguckt haben, weißt du noch? So. Dann würde ich sagen, haut rein, bis morgen. Und? Tschüss. Nach der Ungefähr. Ciao.